Ja, dann herzlich willkommen nochmal jetzt am Brooklyn-Stand. Ich habe eben schon erwähnt, House of Gin, Chris, der uns jetzt den Minty Watermelon Punch zubereitet, ist ein Milk Punch. Hier haben wir uns entschieden für den Brooklyn Gin. Den haben wir infusioniert mit bayerischem Minztee. Und den fertigen Drink, der aus weiteren Bestandteilen De Kuiper, Wassermelone, Monin Wassermelonen-Sirup. Die haben wir auch wieder in Limettenwasser benutzt. Dann Mandelmilch. Und das Ganze wird dann quasi durch Milch gefiltert. Heißt, die festen Bestandteile, die gehen dann auf den Boden, wird zwei, dreimal abgefiltert und dann hat man einen fertigen Drink. Das ist eine alte Zubereitungsart. So hat man die Drinks damals einfach haltbarer gemacht, ohne zu kühlen. Man kriegt wieder einen geklärten Drink. Und auch hier wird wieder mit Blüte abgarniert und wir haben dann noch von der DSM die Schlanggurke zum Aromatisieren des Drinks. Ein schöner, fruchtiger, sommerlicher Cocktail. Cheers, sehr zum Wohl.